Moin, hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Plants vs. Zombies Garden Warfare. Und wir starten ins Spiel und zwar mit der Kamando, genau. Mit der Kamindo-Erbse. Und diese Erbse ist eine Erbse, die ich jetzt wirklich sehr neu habe, denn ich habe eben das Spiel gestartet, hatte spontan aus irgendwelchen Gründen 100.000 Credits übrig. Und dann habe ich erst einmal ein paar Packs geöffnet und da war diese Erbse dabei. Und jetzt werde ich mal schauen, ob sie dann auch was kann oder eben nicht. Oh Gott, was ist das denn? Nein, und ich erzähle gleich noch ein bisschen, wie es denn überhaupt dazu kommt, dass ich jetzt gerade mal wieder... Ne, hallo? Beachte mich! Danke. Wie es überhaupt dazu kommt. Hi! Ja, war klar. Wie es überhaupt dazu kommt, dass ich jetzt mal wieder eine Folge machen werde. Und zwar ist da ja einmal Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, das ja im nächsten Jahr rauskommen wird. Und da wird man ja die ganzen Sachen, die man hier jetzt schon erspielt hat, mitnehmen können. Heißt also, ich das holen werde. Was noch nicht feststeht, würde es auf jeden Fall dann schon mal am Anfang einiges erleichtern. Und außerdem kommt noch hinzu, dass ich jetzt im Allgemeinen erstmal wieder auf Plants vs. Zombies gekommen bin. Eben dadurch, dass ein Zuschauer mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und mich gefragt hat, ob ich mal wieder eine Folge davon bringen könnte. Und habe ich mir gedacht, ja, wieso denn nicht? Denn ich hatte Plants vs. Zombies irgendwie gar nicht mehr wirklich auf dem Plan, muss ich ehrlich sagen. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte so immer meinen Stuff gespielt und sowas, aber irgendwie Plants vs. Zombies hatte ich da nicht mehr wirklich auf dem Plan, obwohl ich eigentlich nie die Lust oder sowas da drin verloren habe. Nur, wie gesagt, aus den Augen verloren. Und ja. Jetzt sind wir hier. Sterben rum. Und, das ist nicht gut. Denn jetzt haben wir schon wieder einen zweiten Garten erobert. So, und ich werde jetzt erstmal in dieser Folge mit den Pflanzen spielen. Beziehungsweise eben hauptsächlich jetzt wahrscheinlich mit der Kommandoerbse. Die ja eben dieses MG scheinbar vorne am Schnabel nicht, aber da am Mund hat. Oder ihr Mund ist ein MG, wie auch immer man es sehen will. Ja, und ich werde in dieser Folge erstmal Pflanzen spielen, dann eben in der nächsten Folge wieder die Zombönchen. Und ich war, oh, stimmt, ich habe bei der Kommando-Apps noch gar nicht die richtige Bohnen und sowas ausgerüstet. Fällt mir da gerade auf und ein. Und ein und auf und hin und her. Bleibt doch bitte einfach mal stehen. Ja. Oder so. Ach Mann! Viel zu viele Vorlagen. So, Heilung wäre mal ganz nett. Oh, hi. Lungen. Oder auch nicht. Ui, das sah gemütlich aus. Die Zombies sind schon wieder am weiteroberen Netz. Komm, wir müssen sie aufhalten. Renn doch bitte einfach rein. Oh, ja. Tschüss, Bohne. Oh Gott, hinter mir sind, glaube ich, auch noch eine Seite. Irgendwie sind überall welche. Scheiße. Das wird nix, das wird nix, das wird nix. Ja. Verbrannt. So, oh. Okay, sie wurden noch aufgehalten, aber naja. Den Garten werden sie sicher, sicher, sicherlich bekommen. Davon würde ich jedenfalls mal stark ausgehen, denn 3 Minuten haben sie noch. Oh Gott. Was war das? Ja. Ah, ein langes Bonbönchen. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt die ganze Zeit irgendwie Bötchen, den ganzen Kram. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich eine Erbse spiele. Und ich habe gerade schon wieder mein Stuff nicht angepasst. Ich habe viel zu lange nicht mehr gespielt. Ich bin vollkommen verpeilt. Ich bin gut, das ist auch der Fall, wenn ich viele spiele, aber ja. Dann ist vielleicht die Gewohnheit doch etwas mehr dabei. Na, das wird nix. Ich krieg ihn irgendwie nicht tot.
Ja. Ein Lufttreffer war da noch. Oh. Obwohl, Kirschen sind ja eh von uns. Beziehungsweise von Dappy Dave, glaube ich. Ist die von Dappy Dave oder kommen die von irgendwas anderem? Oh, komm, Wiederbelebung, Wiederbelebung. Oh, sehr schön. Jetzt wiederbeleben, wiederbeleben, wiederbeleben. Komm. Super. Ja, ach, Wiederbelebung durch den Herrn von und zu Dave. Na, okay, den hat's auch schnell erlegt. Er erlegt und zerlegt. Wie gesagt, ich hatte es hier schon im Nevok Overview angesprochen. Wieso fliegt das da oben in der Luft? What the fuck? Ja. Ach ja. Ich bin auf jeden Fall immer noch genauso gut wie vor. Wann kam ich? Letzte Folge, das weiß ich gar nicht mehr. Mein Gott, was schießt ihr hinten rum? Das verunsichert mich. Ja. Kommt mal wieder vom Thema ab. Wie ich es ja auch schon in der. Das wird. Wieso mache ich das hier? Das ist doch voll die komische Position von. Ich bin zu doof. Wie ich schon im Nevok Overview erwähnt habe. Bin ich doof. Und bin ich auch noch am Überlegen, ob ich mir denn letztlich Plants vs. Zombies Garden Warfare oder Overwatch holen werde. Ich meine, vielleicht wird sie auch beides. Aber ich tendiere eben momentan doch eher zu Overwatch, einfach schon, weil das ein komplett neues Spiel wäre für 40 Euro. Und Plants vs. Zombies Garden Warfare werden eben guter alter EA-Tradition. Einfach sozusagen das Spiel nochmal mit irgendwie neuen, weiß nicht, zwei, drei neuen Spielmodi und vier neuen Charakteren. Ja. Und dann für den Vollpreis für 60 Euro. Glaube ich jedenfalls. Oder ich gehe zumindest schon sehr stark davon aus, wie gesagt, es ist ja, es ist EA. Ich meine, es ist PopCap, aber die wurden ja mittlerweile irgendwie von EA aufgekauft. Oder, naja, nicht nur, nicht erst mittlerweile, sondern schon vor einiger Zeit. So, ich packe einfach eine Bohne mit rein. Vielleicht trifft sie irgendwen. Ah, immerhin. Bisschen Schaden hat's gemacht. So. Ja, es ist schon. Jetzt mal eben einfach mal zur Erbse zu kommen, die ich hier die ganze Zeit spiele. Und wo ich auch immer nicht. Ich muss unbedingt irgendwie dran denken, jetzt gleich mal das Ganze zu ändern hier. Von wegen Bohne und sowas und. Stimmt, die Spot, wie habe ich es nochmal genannt? Die Spott-Dings. Die Spotterbse? Irgendwie die Spotterbse. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Ich habe dem Kram immer Namen gegeben. So, das war glaube ich richtig. Dann so und dann hier oben. Genau, Retro-MG. Das Spott-MG, oder? Moment. Spürt den Spott. Ja, doch. Das fühlt sich schon wieder deutlich besser an. Ich weiß gerade nicht, worauf ich da schieße, weil da gerade der Schriftzug davor war, aber irgendwas habe ich wohl doch noch getroffen. So, und ja, an sich die Erbse scheint recht nett zu sein. Ich meine, sie ist natürlich jetzt anders als viele andere ihrer Kollegen. Kein. Ach komm, bitte. Nein, ich werde verbrennen. Ach, scheiße. Anders als Viere. Anders als viele andere ihrer Kollegen. Sehr wenig Flächenschaden. Weil sie eben, weil diese ganzen kleinen Erbsen hatten, nicht so wenige große. Aber vom Ding her finde ich schon nicht schlecht, auch wenn ich für so. Der, ich weiß, irgendwie. Ich finde sie ein bisschen. Ich bin noch etwas unschlüssig. Also, einerseits schon cool. Andererseits, wenn ich große Reichweite haben will, würde ich eher so die Plasma-Erbse nehmen. Auf kleinere Distanzen gibt es da eigentlich auch genug. Da die meisten Erbsen ja doch schon eher so einen, naja, Schrotflintencharakter haben, sag ich mal. Also von dem her, wie ihre Schüsse funktionieren. Beziehungsweise von der Reichweite her und dem Schaden. Und dem Fall-Off.
Also dem Wert, wie, oh Gott, wie die Kugeln im Flug, ja, ich sag mal, runterfallen. Dadurch irgendwie weniger Reichweite haben. Ja, ich weiß, sie ist schon, wie gesagt, ganz nett, aber so dieses MG-Ding haben die eigentlich doch eher Sonnenblumen. Die sind ja alle schon so mehr MG-mäßig angehaucht. Und außerdem hat man als Erbs ja auch immer noch so mit der zweiten Fähigkeit die MG-Funktion. Oh Gott, okay, die Zombies werden gewinnen. Wenn jetzt schon einer drin ist, dann wird gleich der ganze Rest kommen. So, okay, hier kann ich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Komm, komm, komm. Oh, Mann. Ja, zwei. Und jetzt wird es gleich ganz schnell gehen. Sobald einmal die Mauer durchbrochen ist, ja, komm, kommt einer nach dem anderen rein. Jetzt haben wir schon drei. Jetzt vier und dann sind es auch schon, ja, noch nicht ganz, aber jetzt fünf Zombies. Und sie haben die Villa erobert. So, oh Gott, ich habe keine Ahnung mehr, wie man, ja, ich habe noch die Standard Sachen drin. Aber naja, dann würde ich mal sagen, das war es erst einmal soweit von dieser Folge von Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wo die Runden zwar leider verloren haben, aber naja. Das ist bei den Pflanzen eigentlich meistens so. Und ja, ich verabschiede mich als zwei Rubine N-Mensch. Ja. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, in der wir dann mit den Zombies spielen werden. Ich weiß gar nicht, ob ich auch noch irgendwen hab, der neu ist. Nicht mal austesten könnte. Ich werd schauen. Aber naja, erst einmal war es das mit dieser Kommandoerbse, die zwar einerseits schon ganz nett ist, aber andererseits wird wahrscheinlich doch nicht mein Lieblingserbse, aber ich werde mal schauen. Aber erst einmal werden wir schauen, was denn passiert bei den Zombies. Und ja, ich sage, das war's. Bis dahin. Und ciao.